Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Doinki Doinki Super langsamer Luftschritt. Nee. Wow. Ist das creepy. Mit dem vollen nahen Gesicht. Fanny, wie habe ich das gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall zurück zu Minecraft. Ja, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben und hatten an unserer wunderschönen, überhaupt nicht langwierigen Arbeit mit der Panzergarage hier gebaut. Das Gebäude soll natürlich was ganz anderes werden. Und wir hatten, wow, habe ich so lange Pause gemacht? Erstmal direkt gewachsen, die Bäume. Ja, wir hatten ja noch ein paar Bäumchen gepflanzt, einfach um diesen Platz ein bisschen abzuschließen. Aber vielleicht bauen wir die auch wieder weg. Mal gucken, wie wir es brauchen. Unsere Bahn ist auch noch in Bereitschaft. Und. So viel zu tun für so wenig Geld. Ich würde tatsächlich sagen, wir gucken mal, dass wir unsere Bahn ein bisschen absichern in dieser Folge. Diesen wunderschönen Sonntag müsste es sein. Ich glaube, es ist Sonntag. Ja, es ist Sonntag. Sagen wir einfach, es ist Sonntag. Behaupten wir es einfach. Wenn Montag ist, hey, es ist Sonntag. Also die meisten haben sowieso Ferien. Oder immer noch. Oder schon wieder. Oder hatten die. Keine Ahnung. Das ist viel zu verwirrend. So, den Apfel können wir natürlich bei uns ins Lagerhaus legen. Hier haben wir ein bisschen Samen. Die brauchen wir nicht. Den Bogen. Ja, den Bogen. Wir haben so viele Bögen. Die brauchen wir eigentlich alle gar nicht. Blödsinn hier. So, Das und das. Dann gucken wir mal. Boah, ist das dunkel hier drin. Müssten wir es eigentlich echt noch ein bisschen hübschiger gestalten drin. Ein bisschen heller, warte mal. Das wollte ich ja gar nicht hier hin haben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Und zwar das, was nehmen wir denn da für ein Holz? Um die Bahnlinie ein bisschen abzusichern. Weil was ich hier gerne hätte an Seiten, wären einfach Zäune, die das Ganze abgrenzen, dass uns hier die Viecher nicht auf die Bahnlinie laufen. Weil die blockieren uns ja dann doch schon. Und wenn wir dann hier... aufgestoßen, Entschuldigung. Wenn wir dann hier überall einen wunderschönen, hübschen Zaun hinbauen, dann müsste das doch eigentlich gehen, oder? Ja. Na gut, gucken wir mal, ob wir... Was war das denn? Ach, ein Endermännchen. Hallo, Endermännchen. Hab mich schon gewundert. Ich habe doch hier irgendeinen Schatten gesehen. Wäre ich doch paranoid. Ey. Weg von dem Trampolin und nicht mit dem Döner auf die Hüpfburg. Oh, der guckt mich an. Der guckt doch. Oh. So, die Ente will schon wieder raus. Das kann ich ja überhaupt nicht. Finde ich ja überhaupt nicht schön, sowas. Mach dich mal schön dahin, wo du hingehörst. Hier mitten auf den Teich. Warum habe ich schon wieder so viel Hunger? Ich werde voll hungrig beim ganzen Enten rumschubsen. So, apropos hier, keine Ahnung. Erstmal Pilze mit Eiern beschmeißen. Meißen, ja doch. So, gucken wir mal in unserem Lager. Wir müssten ja theoretisch, so die Theorie, plopp, 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 noch Holz da haben. Ja, guck mal, und sogar noch Zäune. Nehmen wir aber die normalen, oder? Was hatten wir nicht auch mal? Tropen. Würden die Tropenholzzäune passen? Ich meine, wir haben so viel Tropenholz. Weißt du was, wir machen es einfach mal. Wir nehmen mal jetzt das Tropenholz, weil wir einfach so viel davon haben. Ich glaube, so viel werden wir gar nicht brauchen. Egal. Einfach. Mann, wie baut man Zäune? Ach ja, aus Holz. Nee, aber dann bräuchten wir ja Stocker für. Da ist ja egal, welches Holz wir erstmal grundlegend nehmen. So. Mist! Ich habe Tore gebaut. Ach nö. Ist doch. Da! Jetzt habe ich wieder Tore gebaut. Na gut, können wir vielleicht auch benutzen, so ab und zu mal, so als kleinen Notausstieg oder sowas. Dann brauchen wir da nicht quer durch. Das war wieder so mega schlau. Oh, moi. Nee. Da. Nee. Nee, moi. Warum? Nee. So muss es ja eigentlich. So, außen sind die Holzdinger und innen sind die. So ist richtig. Oh, da haben wir auch ganz schön viele rausgeholt. Ja, gut. Dann haben wir jetzt ganz viele Truppenholzzäunchen. Auch okay. Ist ja für einen guten Zweck. So. Bauen wir hier erstmal... Ich weiß gar nicht. Oder zwei dazwischen? Ich würde sogar zwei dazwischen freilassen. Da haben wir noch so ein bisschen einen kleinen Grünstreifen am Rand. Ich denke, das ist auch ganz okay. So. Und dann können wir nämlich auch hier gleich die... Tore nutzen. Für sowas hier zum Beispiel. So einen kleinen Einlass. Genau dafür habe ich so viele gebaut. Einfach,
weil ich es kann. So, zack. So, da haben wir nämlich hier ein bisschen Grün noch am Rand. Dann passt das. Hupp. Du kommst weg, Blümchen. Dunk, dunk, dunk. Wow. Verbraucht sich auch enorm schnell. Da bin ich eigentlich froh, dass wir tatsächlich das Truppenholz nehmen. Weil davon haben wir genug. Lol, da war die Musik kurz weg. Das war ja interessant. So. Hat's vorher auch noch nie gemacht. Irgendwas ist faul. So, und dann bauen wir hier am besten auch nochmal so ein kleines Tor rein. Genau. Das passt eigentlich richtig gut. Einen schönen Zaun, da kann man dann auch ein bisschen ausleuchten dran. Hoppala. Ja, und hier geht's spontan runter. Mist, wir bräuchten eigentlich noch Dreck. Ah, ich weiß ja, wo wir ganz viel Dreck gelagert haben. Haha. Ding, ding, ding. Minecraft-Musik. Minecraft-Musik. Ich weiß, ich singe furchtbar. Ha. Und das Schlimme ist, ich weiß es auch noch und mach's trotzdem. Moi, schämst du dich nicht? Ja, nee, eigentlich nicht. Gut. Ich wollte, genau, noch ein bisschen Holz hier herstellen. Herstellen. Dann nehme ich noch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ein paar Zäune. Kann ja nicht schaden, sowas. Ein Zaun hier und da. Ich meine, wir verbrauchen ja doch ganz schön viele. So, mit dem Dreck können wir dann nämlich auch loslegen. Ups, die Wups. Ja, und hier sind nämlich Kuh und Huhn auf der Bahnlinie. Die sind ja alle unterwegs. Das geht so nicht. Kusch. So. Nee, 1 zu 4. So. Aber hier können die Viecher theoretisch drüber. Das bedeutet, wir müssen das so abgrenzen. So, dann machen wir hier ein. Kann ja hier nochmal ein Tor hin. So. Ein törichter Tor. Wer ist hier der Tor? Der Tor oder der Tor, der dem Tor folgt? Irgendwie so war das. So, hier nochmal ein Türchen. Tock, tock. Dann geht's ja hier hoch. Und hier ist die andere Seite des Zauns. Ja, auf der ist es prinzipiell immer grüner. Wer das noch nicht wusste. Ja, also das ist auch einfach eine allgemeine Bekanntheit. Nee. Wer ist denn? Hä? Nee. Was laberst du? Okay. So, dann wollen wir ja die Bahn. Eigentlich wollen wir hier auch alles mit Dreck nochmal ausgefüllt haben, ne? Oh, nö. So, einmal quer rum. Dumm, 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 dumm. Summ, summ, summ. Nein, hier. Zack. 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 Da und da. Hier und da. Wird das schon wieder dunkel? Oh ja, die Sonne geht schon wieder unter. Oh weia. Dann geht die Sonne schon wieder unter. Freche Sonne. Geht einfach unter. So. Ist aber nicht so schlimm. Dum, dum, dum. Denn wir haben ja hier irgendwo in dem Zaun auch irgendwo noch ein Tor reingebaut. Was uns jetzt natürlich ja, weiterhilft. Denn wir kommen hier durch. Tschack, tschack. Und können in die Monsterfalle unten ins Bettchen rein. Das ist ja wunderschön. Das geht voll klar. Dum, 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 dum. Ja, miau. Nein, nicht explodieren, Creeper. So, schön weg mit euch, ihr ollen Creepers. Schön drauf gehen. So, schlafen gehen. Das wollte ich machen. So, da war ich kurz abgelenkt. Entschuldigung. Ja, Viecher in der Monsterfalle. Ich glaube, es bringt gar nichts, wenn wir hier... Ja, wir machen einfach mal Musik an. Mal gucken, was passiert. Und, sicher, sicher. Hier, bevor hier wieder irgendwas explodiert. Boah, was wir hier schon wieder an Leveln rauskriegen. Mächtig. Mächtig viele Level. Ich glaube, die Katze an der Stelle hat uns tatsächlich den Arsch gerettet, weil der Creeper war schon wieder im Inbegriff zu explodieren. Aber hat es dann einfach sein lassen, als er die Katze gesehen hat. Mhm. Unser Vorteil. Hä? Hä? Schon wieder die Musik. Wie kann es an dem... Hä? Nee, jetzt doch. Oder bin ich... Nee, ich bin doch nicht aus Reichweite gegangen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir hier weiter an unserer Wegstrecke bauen. Da ist ein Spinner. Hallo, Spinner. Pfui, Spinner.
Und auch hier müssten wir nochmal dran ein bisschen basteln. Musik. Komische Musik. Komische Musik macht komische Sachen. Aber okay. So, dann haben wir einen freigelassen. Also wäre jetzt hier wieder so ein bisschen. Das müsste ja auch weg. Jetzt mal so. Musik ein bisschen off? Habe ich so das Gefühl? Nee, ne? Ach, keine Ahnung. Ich habe sowieso keine Ahnung hier. Ich bin bloß da, um Minecraft zu spielen. So. Und natürlich noch ein Tor. Ja, dafür haben wir die ja schließlich gebaut. Kann man jetzt nämlich hier und da quer rum, die dummen. Summ, 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 summ. Vielleicht baue ich auch mal, ja, wohl nach außen hin. So einen kleinen Einbau, sowas hier. Ja, kann man ja mal bauen. So mit einer kleinen Beleuchtung dran. Das geht schon klar. Dann weiß man auf jeden Fall, wo so ein Tor ist. Hier dasselbe Spielchen in grün. So, wir wollen natürlich möglichst viel Material verschwenden. Weil das macht ja Spaß. Dann kann man nicht nach da raus, hier raus. Die Bahnlinie. Ach, die ist jetzt doppelt, ne? Was mache ich hier überhaupt? Hä? Warum sagt mir das keiner? Meine Güte. So. Ja, auch das Tor muss nochmal weg. Das war jetzt irgendwie Quark. Keine Ahnung, was mich da gerade geritten hat. Aber wir haben es ja frühzeitig gemerkt, bevor wir uns hier um Kopf und Kragen bauen. Da ist nämlich viel besser. Ja. Siehste? Siehste? Dann können wir nämlich hier trotzdem das bauen, so wie wir es gedacht hatten. Tschack, tschack. Fackeln hier und da. Und einmal ein Türchen hin. Sehr schön. So, das Ganze muss jetzt bloß noch bis dahinter gezogen werden. Und ich stelle fest, wir haben kein Gelumpe mehr. Ist natürlich herrlich. Hatten wir nicht irgendwo nochmal eine Werkbank stehen? Komischer Ton. Hat es bei euch gerade auch geknackt? Ich hoffe, es hat nicht zu laut geknackt. Was ist los? Ja, guck mich nicht so an mit deinen großen Augen. Spinne. Macht die ganze Zeit komische Geräusche. Komische Spinnengeräusche. Was das soll? Komische Spinnen. Ah. So, hier hat man auf jeden Fall irgendwo eine da ist eine Werkbank. Hab ich gewuscht. Hallo. So. Wir können ja, komm, hier direkt alles verarbeiten. Was soll denn der Geiz? Hier und da. Stöcker, Tausende. Tausende Stöcker werden sie alle brauchen. Ich stelle gerade fest, wir haben gar nicht genug Holz. Ach. Das ist ja interessant. Haben zwei Stöcker übrig. Oh, okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Zäune, um hier den ganzen Weg bis hinter zu bebauen. Von unserer wunderschönen Gleisstation, die da hinten lang führt. Sieht doch ganz okay aus mit dem Zaun. Ja, soll sowohl funktionell als auch schön sein. Und ich denke, das erfüllt's. Notfalls kann man ja nochmal, keine Ahnung. Ja, das Problem ist, Dreck kannst du da nicht hinsetzen, ne? So, dass du irgendwie, dass das abgerundeter aussieht, weil wenn man da irgendwas hinsetzt, dann wird das doof. Also vom Aussehen her, weil da kommen ja auch die Viecher drüber. Das ist in vielerlei Hinsicht falsch. Nein, da hat es früh gesetzt. Nochmal weg. Alles klar. So. Nein, Schaf. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Raus, raus, komm. Komm, raus. Du darfst da. Guck mal, hier ist eine große, weite Wiese. Ja, da kannst du dich laben an dem Gras, was da ist. Das mag ich eh nicht. So. Ha, perfekt. Okay, so hier ist ja dann dasselbe Prinzip. Was doof ist, weil das mag ich hier so nicht haben. Dann machen wir es vielleicht doch anders. Dann bauen wir hier nochmal ein bisschen Dreck hin. So. Und gucken uns eine tanzende Spinne an. Ja, die klettert da natürlich einfach drüber. Spinnensicher ist es nicht. Wer hätte es gedacht? Aber hier können wir nochmal einen kleinen Ausgang bauen. Zap, zap. So, wo sind unsere Tore? Die vielen wichtigen. Tschack. Können wir nämlich auch hier rein und raus. Und ich würde sogar sagen, an der Stelle. Hier drüben. Geht das auch nochmal? Nee, hier ist es zu nah dran. Das würde doof sein.
Aber hier geht's. Hier geht's. Zack. Hab ich hier übrigens die ganze Zeit eine Fledermaus? Hab ich hier die ganze Zeit eine Fledermaus? Hier sind überhaupt keine Fledermäuse. Kurios. Egal. Weiter gebaut wird. Auch hier müssten wir dann eigentlich solche Ausgangsmarkierungen bauen. Check. Check. Und auch auf der anderen Seite. Check, check. Damit wir es immer wieder finden, wenn wir hier mal lang müssen. Wie so eine Art Notausgang. Beziehungsweise an der Stelle ist es ein bisschen übertrieben, weil hier ist ja direkt der nächste. Und hier hin muss man hier zwischen vielleicht nochmal einbauen. Aber man sieht schon, das Schaf kommt nicht durch. Ha! Tja, da guckst du scharf, hä? Ja, da guckst du. Dann haben wir dich eiskalt ausgesperrt. So. Na gut, hier noch ein paar Zäune. Alle. Ach, zum Glück haben wir ja nicht noch welche. Die Maus hängt immer mal, habe ich so das Gefühl. Ja, meine Güte. Oh, guck mal, dann können wir hier direkt den nächsten bauen. Einfach, weil es sich gerade anbietet. So, so und so. Hier einmal, zweimal. Fackeln haben wir hier, da und da. Und hier und dort. Das passt sehr gut. Und weiter. So, tschak, 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 tschak. Tschak, tschak. Oh. Brauchen wir wieder Dreck? Ja, die Maus, die macht manchmal, was sie will hier. Die könnte daran liegen, dass es eine Funkmaus ist. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Funkmäusen, aber Not macht erfinderisch. Was heißt erfinderisch? Ich benutze halt Funkmaus. So. Hier das weg, das weg, das ran. Hier, das. So. Was sind das hier überhaupt? Was haben wir denn hier überhaupt gebaut? Meine Güte, das sieht ja so fürchterlich. So. Dann haben wir schon keinen Dreck mehr. Ja, hurra, kein Dreck. Das habt ihr nun davon. Ja, Maru, selber Maru. Weil ich keinen Dreck mehr hab. Was soll denn das? Immer so schimpfen müssen. So. Hier ging's ja, ich wollte gerade sagen, hier ging's doch irgendwo mal runter. So. Munter, runter, sagt die Kuh. Das ist dicht, das ist schön. Ja, da kann das Hühnchen jetzt nämlich nur noch doof gucken. Ich weiß, du willst darüber, Hühnchen, aber. Nein, schnell, Zaun bauen. Du kommst da nicht rüber. Wah. Check. Hehe. So. Und die Kuh muss auch draußen bleiben. Die Kuh muss draußen bleiben. Wunderbar. Ist dann wenigstens die Seite und die andere so ein bisschen alles abgesichert. Ich werde mal hier noch was bauen. Einfach. Der Sicherheit halber. Nicht, dass hier noch so ein Hühnchen meint, sich mit mir anlegen zu müssen. Zack. Alles cool. Ja, sieht schon mal ein bisschen abgesichert aus. Vielleicht können wir das Ganze, ja, überdachen. Ja, wir könnten es noch überdachen für Wind und Wetter. So eine richtig schöne Bahn, aber oh weia, das wäre ja dann boah, wieder ganz schön viel Arbeit. Nee. Das lassen wir mal schön sein. Extra Arbeit, ja. Das steht so nicht im Vertrag. Da machen wir nicht nix machen wir da. Außer es ist extra Arbeit für sowas wie ein Special, wenn jetzt irgendein Event ansteht. Zum Beispiel Gamescom oder... Nein! Ach, verflixt, die Gamescom ist ja bald. Ah ja. Na, da werden wir uns auch noch was Feines ausdenken. Zum Thema Gamescom. Ja, weil ist ja letztes Jahr auch gekommen und... Da kann man ja so eine kleine Tradition draus machen, ne? So. Ach, wir haben alles aufgebraucht an Zäunen. Ist ja der Hammer. Na gut, dann gibt's jetzt kein Material mehr. Würde ich sagen, hüpfen wir schnell zurück. Es wird nämlich auch schon wieder dunkel. Und ich merke gerade, ich muss ja auch mal wieder was essen. So, Steak macht lecker satt. Das ist gut. Und hüpfi, hüpfi, hüpfi. Wieder zurück. Ich denke mal, wir haben erstmal hier eine Runde pennen. Wir wollen sowieso in unsere Lagerstätte hinein. Und da können wir dann direkt pennen. Denn wir haben hier auch noch Inventar voll mit Kram. Krimskrams. Na, alles gut bei euch? Miau. Wuff. Genau. So. Ab ins Bettchen. Hallo. Bettchen. Gute Nacht. Die 555 Nasen sind weg. Aber wir wissen trotzdem, was wir noch vorhaben mit den Witterskeletten. So. Jetzt haben wir hier Zäune und Gelumpe.
Ah, so viel Kram. Ich tue das jetzt einfach mal hier mit rein. Ich jetzt nicht. Bin jetzt einfach zu faul, um das wirklich irgendwo effektiv einzusortieren. So, Blumen waren hier. Blumen waren hier, genau. Ein Apfel noch. Hier noch ein Apfel. Und ein Ei. Ein Apfel und ein Ei. Da können wir uns doch bestimmt ein Haus von kaufen. Nein? Hm, schade. Ach, hier haben wir ja auch noch Stöcker. Oh, weia. So viele Stöcker. Ja, dann ist das dann halt so, ne? Was willst du tun? Und, wir werden dann mal gucken, was ist dann demnächst so... Hä? Gamescom-technisch zu tun gibt, wollte ich sagen, aber... Was ist denn das? Wo kommt das denn her? Hä? Das war ich nicht. Ihr seid live dabei gewesen. Also nicht live, aber ihr seid dabei gewesen. Ich würde sagen, was das ist, das finden wir raus. In der nächsten Folge. Jetzt wieder heißt Minecraft. Bis dahin, haut's rein und ciao, ciao.